Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Fabdorf, und ich begrüße euch zum FIFA 15 Spielkarriere. Ich habe ja gesagt, das mache ich neu, das muss ich neu machen, weil ja mein Playstation abgestürzt ist und hiermit macht es neu. Ich fange mal erstmal München an und ich stelle vor, auf die Rennspiele, 4 Minuten ist in Ordnung, und ich werde wohl Mario Götze als Spieler sein, oder ich werde ihn beziehungsweise verkörpern in dem Fall, und ja, genau. Das so zum Anfang, und dann würde ich sagen, let's go! Echt benutzen. Machen wir mal. Oh, 990. Ja, kann ich nicht nutzen, wa? Nein. Geil. Nehmen wir 86, das ist wenig, aber ja, komm. Das ist mir jetzt egal. Die machen nur Mario Götze jetzt, und los geht's. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein neues Spiel machen werde. Oder jetzt gleich ein Spiel anfangen werde. Ich glaube mal nicht. Und ja. Aber sonst wünsche ich euch natürlich auf jeden Fall viel Spaß bei meiner Karriere. Ich werde mit Rennen um Joe's Rihanna. Rihanna. Ja, so, fangen wir an mit den Bayern. Ganz normal machen wir Spielerkarriere, genau. Ich werde die wahrscheinlich ändern in FC Bayern München. Den Verein wahrscheinlich nicht verlassen werde, es sei denn, also ich habe 10-1 gewonnen. Ich hätte mir kürzlich mit 1 gewonnen, und dann wird das wahrscheinlich der Fall sein. Aber jetzt, in dieser heutigen ersten Folge gucken wir noch alles, was wir erwartet wird. Saison Ziel zum Beispiel. Heute bei Ligaspielen ein durchschnittlicher Spielerwert von 0,3, sei als Zocker an 13,9 beteiligt, egal ob du sie vorbereitest oder erzielst. Erreiche eine Quote von 80% bei angenommenen Pässen. Ich möchte, dass du 38 Chancen herausspielst. So, das ist mein Saisonziel, das sollte machen sein, 38 Chancen in der ganzen Saison. Und dann werden wir jetzt nochmal starten. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass wir gleich da, ne, wenn wir anfangen, was reißen können, weil es noch erst ein Testspiel gibt, und ja, das ist natürlich. Okay, Madrid hofft Aguero bei sich, Netbayern hofft Aguero bei sich. Bayern und Madrid. Ich mit Aguero, das wäre, wenn es mal so viel tschüss. Ich und Aguero in einem Team, das wär's auf jeden Fall. Ja, gut. Hier, Länderspiel, bla bla bla. Ich werde mal schnell bisschen jetzt mal schnell vorspulen, weil es auch vielleicht mal ein Interesse ist, dass wir gleich das erste Spiel der Saison spielen werden. Ja. Und los geht's. Ich hoffe, dass ich diese Folge, diesen Part jetzt, diese Part bzw. komplett durchsetzen werde, der durchsetzen kann. Das wären dann ungefähr 35 Videos für 34 Spieltage und ein Vorbereitungsvideo wie jetzt. Es sei denn, natürlich, ich schaffe heute noch ein Spiel, dann wären es sogar nur 34 Videos. Und das wäre dann so eine Staffel, würde ich mal sagen. Außerdem kann ich auch sagen, dass ich auch noch Happy Wheels geplant hatte, aber da gibt es noch leichte technische Probleme mit meinem Laptop oder PC. Das muss ich noch mal ein bisschen bearbeiten, aber ansonsten kommen ja Minecraft, GTA und Co. eigentlich so gut wie wieder, oder und dann auch generell. Ich stehe nach Startaufstellung, wir spielen im Champions League Trikot, das finde ich schön, das ist ein super Trikot, und los geht es. Nein, kacke. Ah doch, ich kann ja die Teamaufstellung kann ich machen, auf jeden Fall Ribéry hier. Und der trifft gleich zum 1-0. Tor. Ganz feiner Techniker, ganz fein, Ribéry, macht ihn. Und da macht er noch den letzten, oder? Oh! Und komm, der letzte schaffen wir auch noch, oder? Oder was ist da los? Passt. Na gut. Wir sagen, geht los in München. Und jetzt lassen wir mal die Kommentare sprechen. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite, und wollen wir mal hoffen, dass dieses Fußballspiel die Erwartungen erfüllt. Eine schöne Choreo. Und Frank Buschmann und Manni Breukmann. Mann und Mann. kommt hin, das Ganze. Und das ist nur ein Bayern-Zeichen. Also ein Emblem.
Ja, die kommt von Seite eingelaufen, ist klar. Logisch. Oh, der war gut aus, nicht schlecht, gelungen. Und los geht's, Leute. Ich bin Mario Götze und wir fangen an. Auf Legende versuchen wir natürlich. Götze! Ach du Scheiße, Alter. Junge, war der schlecht. Junge, war der gut. Das war die erste Chance von mir. Mario Götze und ja. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das im Laufe der Saison noch entwickeln wird. Und bei mir ist es immer so gewesen, dass ich mindestens in jeder Partie ausgewechselt worden bin. Sei es früh oder spät, ich bin immer ausgewechselt worden. Ich habe nie, glaube ich, ein Spiel durchgespielt, aber wahrscheinlich ist das bei FIFA so automatisch. Und so ist das natürlich richtig scheiße, aber naja, gut, kann man jetzt machen. Und ich stehe natürlich vorne, halb im Abseits, um dann so einen Konterangriff in dem Fall zu machen. Und hoffentlich steigen mich ab, ey, das ist auch schlecht. Das werden ja will ich nicht unbedingt bei Bayern München spielen. Das Ding. Aber das, wie gesagt, das weiß man ja nie. Und jetzt der Lang. Ah, schlecht gespielt. Schlecht, ey. Ich dachte, der haut ihn hoch rein, dann steht der nicht mehr kurz auf Rode und naja, wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen reinfuchsen. Und aus! Der war einfach aus! Na gut, jetzt kommt Wolfsburg, Virinha, Rodriguez, De Bruyne, Rodriguez, Virinha, zu Rodriguez. Oh Mann, die kriegen beide nicht weg, wer ist das? Was? Gulangimo, wer ist das? Alter, ich glaube, es wird richtig schwer für mich, es wird richtig schwer für mich, das, nicht nur jetzt hier heute, sondern ich glaube in allen Spielen, wenn ich in Dortmund spiele, alle Witzka. Tor! Elfmeter für Wolfsburg, zeigt er mir an, oder sowas. Und steht in Rode. Und es steht nicht mal neuer am Tor, Leute, habe ich gerade gesehen. Boah, Alter, was macht der denn? Also die Schwalbe ist ein bisschen dumm, aber auch von Rode ein bisschen dumm. Und wir stehen neuer nicht im Tor. Leute, 1-0 für Wolfsburg. In der 17. Minute, 18. Minute, das wird richtig schwer für mich. Schaffe ich noch nicht. Ob wenn ich das halten würde. Ja, sag ich doch. 1-0. Stark gestimmt im Tor. Hat neu sich verletzt oder was? Götze. Ja, oh, scheiße, Mann, Leute. Jetzt sind wir wieder am Ball. Hoffentlich sind wir nicht rot, dann sind wir gesperrt im Auswärtsspiel auf Schalke, ey. Hallo! Hey, da steht er. So machen wir einen Pass, genau. Komm zurück. Zack. Zurück! Oh ja, Götze. Götze! Götze! Oh Mann. Götze verkackt hier jede Chance. De Bruyne. Balleroberung im Mittelfeld. Der Ball wechselt den Besitzer. Jetzt muss so, ja, Leute, wir sind auch schon etwas länger im Video. Ich hoffe, hier läuft noch mal was, sonst würde ich mich auch nicht auswechseln, weil ich auch dieses Spiel generell bald beenden muss, denn eben scheiße in dem Fall, aber es wird halt später noch besser laufen, dass ich das Spiel auch durchspielen kann. Das war jetzt auch nur halt so die Test-Eingewöhnungsphase. Wenn es sowieso das 2-0 fällt gleich, dann abschluss. Dann ist das ja sowieso die Entscheidung. Ich weiß warum nicht, warum Flak gespielt, aber Kopf hoch. Und jetzt hau mal raus hier im Ball, komm. Ja, genau, das wollte ich, das will ich sehen. Götze, Götze! Decken, 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 ich spiel kurz. Oder schießt. Oder schießt. So. Es ist doch relativ schwer, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es für die Bayern, weil es ja die Bayern sind, relativ einfacher Klacks ist. Und ja, aber irgendwie führt gerade Wolfsburg. 1-0, wie ich das sehe, und ja. De Bruyne. Oh, und Doc Dagger, ey. Und jetzt geht's wieder los, über Rode, über Berdia, Berdia, Rode, Götze, wird schlecht bedient, ey, warum kriegt er denn auch, ey, was ist das los? Kacke, Mann. Jetzt kriegt er noch das Leere, ey, glaubt ihr das? Zur Halbzeit führt Wolfsburg mit 1-0. Und diese Halbzeit. Ach, stimmt, Schürrle spielt auch schon da. Scheiße. Und mit dieser
Halbzeitstand von 1-0. Werde ich mich wohl verabschieden aus dem ersten Part. Und werde dieses Spiel simulieren bzw. mich austauschen lassen. Und ist das jetzt relativ Hanegum? Ist der blöd? Blödhammel, ey. Richtig Blödhammel. Auf jeden Fall habe ich doch keinen Ball gewonnen. Ey, das gibt's nicht. Foul. Freistoß Wolfsburg, ich glaub's nicht. Na gut, na gut, na gut. Ja, so ein bisschen ähnlich wie Peter Sippel, glaube ich. Ah ne, wie Gagelmann. Wie Gagelmann. Der Schiri, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Peter Gagelmann, oder wie er heißt. Und, ja. Hier war ich die Mauer noch rein. Oh Gott. Weg, 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 weg. Und davon steht sich ja keiner. Und das ist auch der Halbzeitstand von 1-0. Und mit diesem Halbzeitstand verabschiede ich mich. Hi.